Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Hier ist Apple Enthusiast. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Datei umbenennen kannst. Ja, legen wir sofort los, ohne große Vorrede. Ich liste erst einmal auf, was ich in meinem persönlichen Verzeichnis habe. Das ist hier ein File 1 und den kann ich eigentlich mal löschen. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Den habe ich irgendwann mal angelegt und noch einmal ls, also du siehst ja hier, dieser Remove-Befehl löscht die Datei. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, falls du das noch nicht gesehen hast. Schau es dir ruhig an, ist ja für kost nichts, ist ja für Kostzack gar nichts, null. Ne? Und ja, und wenn ich dann den ls-Befehl ausführe, siehst du, diese Datei ist verschwunden. So, was ich jetzt mache ist, ich lege mit dem Touch-Befehl eine neue Datei an. Also Datei, ne? Einfach, ach komm, eine Datei, so, ja, das ist hier ein blumiger Name, besonders kreativ gewählt, ne? Und Enter schickt den Befehl ab. Wenn ich den ls-Befehl, den List-Storage-Befehl noch einmal ausführe, dann siehst du, hier haben wir auch eine Datei angelegt, sie befindet sich jetzt im persönlichen Verzeichnis. Jetzt kann ich aber sagen, naja, irgendwie ist das ja wirklich ein blöder Name, ne? Okay, wir können das umbenennen. Ja, auf zweierlei Weisen. Die umständliche Weise wäre es, ja, in den Finder zu gehen. Ich glaube, die Prozedur solltest du kennen, ne? Aber wir sind ja im Terminal und das ist ein Terminal-Tutorial. Deswegen haben wir hier was anderes und zwar den Move-Befehl. Und jetzt, ja, kannst du dich wahrscheinlich am Kopf kratzen, wahrscheinlich tust du es gerade, vor allen Dingen dann, wenn du eines meiner Tutorials gesehen hast, in dem ich dir gezeigt habe, wie du Dateien in deinem Dateisystem verschieben kannst. Und das war eben dieser Move-Befehl. Du kannst diesen Move-Befehl nutzen, um Dateien hin und her zu verschieben in deinem Dateisystem, aber eben auch um Dateien umzubenennen. Und wie das geht, das ist ganz einfach. Du gibst diesem Move-Befehl zwei Argumente. Und das erste Argument, wie du siehst, das ist der Name der Datei, der aktuelle Name. Und nimmst du einen neuen Namen und verwendest ihn eben als neuen Namen, neuer Datei, Name, ja, und oder neuer Name für Datei, ne? Neuer Name für Datei, das ist ja so ein vergurkter Name, aber wenn du eben selbst auf deinem Rechner dieses Tutorial mit vollziehst und dann diese Befehle auch selbst anwendest, ja, dann ist es ja einfach, dass du neue Namen ausdenkst. Und ls-Befehl, dann siehst du neuer Name für Datei. Und wieder einmal kann ich das umbenennen und irgendeine Datei, ja, irgendeine Datei. Also ich verwende den Move-Befehl erneut und ja, wieder ls, dann siehst du, wieder habe ich diesen scheußlichen Namen ja umbenannt oder ich habe die Datei umbenannt und jetzt hat die Datei einen ja genauso scheußlichen Namen. Ne? Also das ist von mir sicherlich zu viel verlangt, dass ich jetzt hier irgendwelche schönen Namen ausdenke, aber ja, ist ja auch der Sinn der Sache, dass du diese Befehle anwendest und die Aufgabe, tolle Namen zu finden für Dateien, liegt ja jetzt bei dir. Okay, also du siehst, dass der Tag für mich gerade erst begonnen hat, ne? Wir haben Viertel vor elf und ich genieße ja mein Leben und gehe ins Bett, wann es mir gefällt, stehe auf, wann es mir gefällt, aber im Grunde genommen bin ich jeden Tag hier an meinem Rechner und mir macht es übrigens auch Spaß, unheimlichen Spaß sogar, diese Tutorials für dich aufzunehmen. Jetzt
bist du wieder einen kleinen Schritt vorangekommen. Darum geht es ja, nämlich das ist ja freiwillig und Lernen soll auch Spaß machen und das macht auch Spaß. Ich denke, dass es daher auch eine gute Idee ist, diesen Kanal zu abonnieren. Abonniere diesen Kanal, falls du es nicht längst getan hast. Ich werde dich sehr weit bringen. Ich lade hier ständig Tutorials hoch. Und ja, zum Terminal, aber auch zu diversen Programmiersprachen. Es sollte allerdings natürlich auch klar sein, ne? Ich kann hier nicht Swift-Tutorials erstellen und dann am selben Tag Tutorial zum Terminal und dann noch C, sondern ich wechsle das ja ab. Ich mache mir hier erstmal zum Terminal eine ganz, ganz lange Serie und dann, ja, könnte es sein, dass ich mich dann für Swift-Apps entscheide, also für Swift-Tutorials. Also auf jeden Fall werden diese Tutorials kommen, nur der Zeitpunkt ist ja jetzt nicht vorhersehbar. Genauso wenig der Zeitpunkt meiner Uploads. Ich lade die Videos hoch, wann ich Zeit habe und ja, wie gesagt, also ich halte auch viel davon, das Leben im Hier und Jetzt zu genießen und dafür machen wir es doch, ne? Dafür arbeiten wir doch hier und ja, wenn du programmieren kannst, wenn du im IT-Bereich richtig ausgedehnte Fertigkeiten dir angeeignet hast, dann hast du schon mal ein ganz anderes Niveau und dann kannst du auch ja, einen ganz anderen Lebensstandard genießen. Ne? Ja, okay. So. Das war's. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns wieder im nächsten Tutorial. Tschüss.